Live Talk Radio 0800 220 5050. Domian im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Jo Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio, heute nur im Radio, hier bei 1Live, mit einer freien Themennacht. Nochmal die Telefonnummer 0800 220 5050, E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Meine Frage an euch, über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Die Frage stelle ich jetzt auch pfiffig direkt an den ersten Anrufer, Tobias, 21 Jahre alt. Hi. Ja, hallo. Tobias. Ja, über jetzt, was möchtest du gerne reden? Mit mir. Ich bin ziemlich aufgeregt. Ja, das also, ist auch normal. Ja, es ist folgendes Problem. Und zwar, ich habe mit meiner ersten Freundin das Problem bekommen, dass ich sehr starke Panik bekomme, wenn sie zum Frauenarzt musste. Ja, warum? Ja, das kann ich dir auch nicht beantworten. Du hast Panik bekommen, wenn sie zum Frauenarzt musste? Ja. Um es mal grundsätzlich klarzustellen, bist du mit dieser Freundin noch zusammen? Nein, mit der bin ich nicht mehr zusammen, aber das ist bei meiner jetzigen Freundin genauso. Aha. Und es steigert sich immer mehr. Also, wenn sie ganz normal irgendeine Routineuntersuchung machen lässt, bist du in Panik? Ja. Warum? Ja, die Sache nicht, ich weiß nicht. Eine Richtung musst du wissen. Ja, eine Richtung, ob es vielleicht jetzt ist, also um das mal vorwegzugreifen, im Vorgespräch hat deine Mitarbeiterin mich auch schon gefragt, ob das auch dasselbe Problem ist, wenn es zu einer Frauenärztin geht. Eine sehr interessante, ein Aspekt, ja. Hm? Ja, es ist aber da genau dasselbe. Mhm. Und ich habe mir auch schon viele Gedanken darüber gemacht. Also was ich auch, wo ich auch überhaupt kein Problem mit habe, ist, wenn zum Beispiel eine Brustkrebs-Voruntersuchung gemacht wird. Das macht mir überhaupt nichts aus. Aber sobald es einfach so, weiß nicht, ich würde fast sagen, wenn es sich jetzt nicht so komisch anhören würde, an die intimeren Dinge geht. Nee, hört sich gar nicht komisch an. Darauf läuft es ja auch hinaus, dass dir das offensichtlich zu schaffen macht. Das heißt, dir ist es unangenehm, wenn jemand anders, egal ob Frau oder Mann, am Geschlechtsteil deiner Freundin irgendwas guckt, tut, macht, fühlt oder wie auch immer. Ja, wahrscheinlich. Ist es also sowas? Ich bin jetzt auch schon bei einem Psychologen gewesen deswegen, weil es spitzt sich halt immer mehr zu. Wie spitzt sich das denn zu? Ja, am Anfang war es wirklich nur so, ich hatte einfach ein ungutes Gefühl. Ja. Genauso wie wenn man jetzt ein ungutes Gefühl hat, wenn irgendein Mensch, den man gerne hat, nachts irgendwo durch eine gefährliche Gegend läuft oder wie auch immer. Und jetzt inzwischen ist das so weit, wenn ich irgendwie mitkriege, sie bekommt Bauchschmerzen oder wie auch immer, dann fange ich sofort an zu zittern, dann kriege ich Schweißausbrüche, dann kriege ich Magenschmerzen, ich kann nichts mehr essen. Und also bezieht sich das nicht nur allein auf den Frauenarzt, sondern auch generell, wenn sie untersucht werden soll, wahrscheinlich irgendwie und sich entblößen muss, oder? Ja, das Entblößen ist noch nicht mal so das Schlimme, aber sobald da halt Hand angelegt wird. Ich wollte gerade sagen, ich meine, so oft gehen junge Mädels ja nicht zum Frauenarzt. Naja, also sie war jetzt in dem letzten Jahr, ich weiß nicht, unzählige Male. Das hat auch damit zu tun, sie ist ungewollt schwanger geworden. Von mir, sage ich mal direkt dazu. Ja. Und das Problem war einfach, das war eine sehr gefährliche Schwangerschaft. Ja. Sie hat also unentwegt Schmerzen gehabt. Sie hat, sie konnte sich kaum noch richtig bewegen und alles. Und es wurde auch erst gar nicht richtig festgestellt, dass sie schwanger ist. Ist und die Schwangerschaft ausgeführt worden? Nee, die ist abgebrochen worden, weil eben durch die Schmerzen und alles wurde das so stark und so schlimm, dass eben auch nicht gewährleistet gewesen wäre, dass da alles gut läuft. Also, ich halte jetzt nochmal fest oder frage nochmal. Es ist nicht unbedingt bezogen auf den Frauenarzt. Es ist immer bezogen, wenn ein Arzt in die intimeren Gegenden geht und das vielleicht auch fühlen muss oder tasten muss oder sowas. Das ist ja im Grunde nur die Aufgabe des Frauenarztes. Die anderen Ärzte, die... Na gut, beim Urologen könnte es genauso sein oder weiß ich, beim Internisten, wenn irgendwelche Darmgeschichten sind oder so. Ja, gut. Ne? Ja. Das ist das. Und steckt auch dahinter die Angst, dass da irgendetwas etwas Bösartiges herauskommen könnte? Ja, auch, natürlich. Ja, also aber das würde dich nicht in so eine Panik versetzen, oder? Ich weiß es nicht genau. Ich weiß auch nicht, ich habe ja mit meinem Psychologen da schon sehr viel drüber geredet,
Nur das Problem bei dem ist jetzt zum Beispiel, ich muss den selber bezahlen, weil die Krankenkassenpsychologen hier bis oben hin voll sind mit Patienten und das teilweise 2-3 Jahre dauert, bis man überhaupt reinkommt. Und ich kann mir den jetzt nicht mehr leisten, weil ich eben Student bin, ich habe eine eigene Wohnung. Wie oft warst du denn bei dem? 10, 11 Mal. Naja, das ist ja immerhin schon mal was. Und ihr seid bei diesen 10, 11 Stunden dir nicht so ein bisschen auf die Schliche gekommen, was die Ursache sein könnte? Überhaupt nicht? Nee, weil er die Vermutung hatte, dass es irgendwo mal ein Trauma gab und dass sich daraus diese Panik eben entwickelt hat. Und dass das jetzt nicht direkt unbedingt mit dem Frauenarzt zu tun hat, sondern halt irgendwas war und dann gerade in der Zeit meine damalige Freundin zum Frauenarzt musste und daher kommt das. Ich weiß es nicht. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht so wirklich vorstellen. Du hast das aber auch wirklich nur bezogen auf deine Freundin, nicht bezogen auf dich selbst, wenn du nicht zum Frauenarzt, aber beispielsweise zum Urologen müsstest. Nee, ich hatte ja letztens erst eine OP, weil ich einen Wanderhoden hatte auf beiden Seiten und das hat mir überhaupt nichts ausgemacht. Nicht. Ich bin auch zu den 5 Nachuntersuchungen gegangen, das war mir völlig wurscht. Der macht es auch, um das mal kurz noch zu sagen, der macht es auch nichts aus, wenn meine Schwester oder meine Mutter dahin müssen. Ah, es ist also bezogen immer auf die Partnerin. Ja. Auf die Geschlechtspartnerin. Ja. Das hat irgendetwas mit Erotik, mit Sexualität zu tun. Also ich habe jetzt nicht die Panik, dass da... Nein, das ist mir schon klar. Das ist mir schon klar. Ich meine es nur im weiteren Sinne, im sehr weit verzwickten Sinne. Wenn sie denn dann bei einem Frauenarzt ist, während dieser Zeit, wie geht's dir da? Beschissen. Also noch schlimmer als so schon. Was heißt das, beschissen? Ich kann da nicht mehr denken. Also wenn mich dann jemand anspricht, ich kann ihm auch nicht antworten. Was mal, wenn man so Angst hat vor etwas, wenn man Panik hat, dann malt man sich ja immer alles Mögliche und Unmögliche aus. Was malst du dir da aus? Ja, der Witz ist, ich mal mir überhaupt nichts aus. Ich habe da auch schon, meine Freundin hat mir auch gesagt, denk doch mal drüber nach, wenn ich da bin, was du denkst, was du dir vorstellst, wie auch immer. Ich kann es nachher nicht sagen. Ich weiß nicht, ob ich mir was ausmale oder wie auch immer. Ich kann es einfach nachher nicht sagen. Ich war auch jetzt schon 2 Mal mit bei einer Untersuchung. Das wollte ich gerade vorschlagen. Geh doch mal einfach mit rein. Ja, das wird mir nämlich vorher auch vorgeschlagen und wird gesagt, guck dir das an, das ist doch gar nicht so schlimm. Und aber als ich da drin saß, also meine Freundin ist mittendrin aufgestanden und hat mir gesagt, setz dich irgendwo hin, du siehst so schrecklich aus, mach irgendwas, aber ich geh raus von mir aus oder wie auch immer. Also du warst mit in dem Behandlungszimmer? Ja. Du hast gesehen, wie der Frauenarzt deine Freundin untersucht hat? Ja. Und selbst in dem Moment, im Nachhinein kannst du nicht sagen, hattest du beispielsweise eine Aggression oder einen Zorn auf den Arzt? Nein, überhaupt nicht. Bei dem Arzt habe ich nur gedacht, weil das war ein sehr netter Arzt. Also ich war jetzt dabei zum Beispiel bei den Nachuntersuchungen nach der Abtreibung an sich und bei einer Voruntersuchung, als das dann besprochen wurde, wie das gemacht wird und was da alles kommt. Und der Arzt war mir eigentlich sehr sympathisch, weil ich fand ihn also unheimlich nett, der hat sich viel Mühe gegeben und alle. Also für den Arzt mache ich da überhaupt nicht irgendwie für verantwortlich. Nee, es geht ja nicht um verantwortlich machen. Es geht eigentlich, ich will einfach nur rauskriegen, was so in dir vorgeht. Es wäre denkbar, dass du in irgendeiner Weise, warum auch begründet, wie auch begründet, eine Spannung, sagen wir es mal, zu dem Arzt empfindest. Ist aber nicht so. Da müssen wir es nicht weiter vertiefen. Nee, das war bei einem von ihren Ärzten so, weil der sie ohne Handschuhe untersucht hat. Gut, das hat sie mir später erst gesagt, aber da hatte ich meine Panik ja trotzdem schon. Also ja, das ist was anderes dann, ja. Nachdem du das selbst mit angesehen hast, ist es danach noch schlimmer geworden, wenn sie alleine hingeht? Ja. Ja. Und ich habe auch wirklich, sobald sie irgendwie sagt, ich habe Bauchschmerzen oder so, und sei es nur von Magenschmerzen, was Schlechtes gegessen oder wie auch immer, kriege ich sofort Angst. Und ich habe auch, wenn ich in die Stadt gehe und ich sehe irgendwo ein Ärztehaus, wo diese ewig 1000 Schilder da dran hängen, da gucke ich sofort, automatisch ist da irgendwo ein Frauenarzt dabei, damit ich mich dann beruhigen kann, wenn keiner dabei ist. Und wenn einer dabei ist, dann kann mich meine Freundin für den Rest der Zeit dann eben weglegen. Quasi. Es ist ja wirklich verrückt, du hast 10 Stunden schon mit einem Diplompsychologen verbracht. Ja. Und in diesen 10 Stunden ist das nicht herausgearbeitet worden, konnte man das nicht herausarbeiten, was da für ein seltsames Phänomen hintersteckt. Nee, leider nicht. Irgendein Trauma, meint der Psychologe. Ja. Und ich bin also wirklich bald... War das denn übrigens bei der Vorgängerfreundin von der jetzigen, war das da das erste Mal?
Ja, da war es das erste Mal, weil das meine erste Freundin war. Ach so, es gab sonst keine vorher. Mhm. Ich würde nochmal gern doch die Frage stellen, die du vorhin schon selbst hast, formuliert hast. Wenn es eine Frau ist, wohin deine Freundin geht, ist es dann ein bisschen besser oder ist es völlig egal? Also es war mal eine Zeit, da war es besser. Das war, da habe ich meine Freundin gerade kennengelernt, meine jetzige. Wenn es eine Frau ist, wo sie hingeht? Ja, da ging sie gerade zu einer Frau. Mhm. Und da konnte ich mich auch ein bisschen mit beruhigen, das ist eine Frau. Und da hatte ich eigentlich nicht so die riesen Probleme. Aber dann hatte sie mit der ein paar Differenzen, ist dann wieder zu einem Mann gegangen und dann war alles vorbei. Aber das ist ja schon mal ganz interessant, dass es abgeschwächt ist, wenn sie bei einer Frau ist. Ist es aber inzwischen nicht mehr, weil sie hat nämlich, als ich ihr erzählt habe, was ich für Probleme damit habe, ist sie wieder zu einer Frau gegangen und da war es genau dasselbe. Mhm. Also ich weiß nicht, wieso das dann plötzlich nicht mehr abgeschwächt war, aber wie auch immer. Tapp ich natürlich jetzt so intuitiv auch völlig im Dunkeln, ist ja klar, Tobias, ne? Ich bin ja kein Psychologe, ich bin ein normaler Gesprächspartner hier. Vor allen Dingen, wenn du schon so viele Stunden mit einem Psychologen zugebracht hast, ist es sehr merkwürdig. So etwas habe ich noch nie gehört. Ich wüsste auch gar nicht, in welche Richtung man da interpretieren soll. Dieses Gespräch hat meine Psychologin aber mitgehört jetzt. Ja. Jetzt verweise ich dich an meine Psychologin, an die Anna. Ja, gerne. Die Anna ist eine erfahrene Frau, eine erfahrene Psychologin. Ich hoffe, dass sie vielleicht irgendeine eine Idee hat, auf die man so mit dem normalen Denken gar nicht so kommt. Und dass dir das dann weiterhilft. Das, ja, das würde ich ihr sehr wünschen. Ja, danke. Ja? Dann legst du jetzt auf und Anna ruft dich an. Okay, prima. Alles Gute, Tobias. Dankeschön. Tschüss. Ja. Bis dann, tschüss. 0800 220 5050, das ist unsere Telefonnummer. Unsere Faxnummer lautet 0800 220 5051 und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Und hier ist Nina und Nina ist 20 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Nina, um was geht's denn? Ja, also ich bin seit circa 4 Jahren, also ein bisschen kürzer, mit meinem Freund zusammen. Mhm. 4 Jahre. Ich war halt, also das war überhaupt der erste Mann in meinem Leben. Mhm. Also eigentlich in allen Hinsichten. Und der hatte dann, also vor 2 Jahren war das erste Mal, dass er mir quasi erlaubt hat, fremd zu gehen. Hat dir das erlaubt? Ja, weil er halt Angst hatte, dass ich ihn deswegen irgendwie verlassen würde, weil ich halt vorher noch keine Erfahrung hatte. Hast du ihn gefragt danach, darum gebeten? Nee, ich habe halt so ein bisschen rumgejammert. Ich meinte dann immer, ja, ich habe keine Erfahrung und so weiter. Und daraufhin hat er mir das dann erlaubt, aber mir ging es damit dann auch nicht gut. Weil irgendwie fand ich das komisch. Mhm. Ja, und dann habe ich halt gesagt, nee, dass ich das nicht will. Und jetzt seit 2 Jahren war das halt auch nie mehr im Gespräch, wirklich. Mhm. Und jetzt fängt mein Freund halt plötzlich damit an, ja, redet ständig irgendwie darüber, dass er sich vorstellen könnte, eine offene Beziehung zu haben. Ja. Dass das Liebe doch einengt und... Wie alt ist er denn? Er ist 28. 28? Jetzt. Also, er ist älter als... Ja. 8 Jahre alt bist du. Mhm. Ja. Und ich weiß jetzt irgendwie nicht, ob er jetzt plötzlich eine ganz andere Lebenseinstellung hat, weil früher war der eigentlich schon sehr auf Treue aus und... Er sagt, Liebe engt ein. Ja, er sieht irgendwie dadurch, dass eigentlich man sich auf einen Partner spezialisiert, oder auf einen sexuellen Partner spezialisiert, eine Einengung der Freiheit. Und das kann man natürlich so empfinden. Ja, nur das Komische ist, er hat es vorher noch nie so gesehen. Und ich weiß jetzt irgendwie nicht, ob er jetzt plötzlich da so einen Wandel durchmacht oder ob der das jetzt nur macht, um dass er mich irgendwie dazu bringt, jetzt auch mal Sex mit einem anderen Mann zu haben, also damit er dann keine Angst mehr hat oder so. Achso, um die Ecke denkst du, dass er das quasi für dich tut, um euch abzusichern. Ja. Ja, glaube ich nicht. Ja, ich weiß halt wirklich nicht, weil... Ich habe fast den Eindruck, dass
Naja, dass es schon ein Bedürfnis von ihm jetzt auch ist. Ich meine, wenn man sowas Krasses sagt, Liebe engt ein, auch in eine Konzentration auf einen Partner. Es kann ja schlichtweg sein, ich meine, es sind 4 Jahre, dass er einfach Lust hat auf andere sexuelle Erfahrungen, dich vielleicht durchaus noch sehr gerne hat, aber halt auch andere Wege gehen möchte. Ja, ich weiß auch, dass er mich liebt, also das weiß ich auf jeden Fall. Und er hat mir auch schon mehrmals versichert, dass wenn ich das nicht will, er das auch nicht machen würde. Mhm. Also er wollte mich auf keinen Fall verletzen. Ja, hast du ihn denn so ganz klar gefragt, ob er das für dich will? Ob er das wegen dir sagt und vorschlägt? Ja, habe ich ihn. Oder ob es sein Bedürfnis ist? Ich habe ihn gefragt und da hat er angefangen so rumzudrucksen. Dann heißt es im Klartext, es ist sein Bedürfnis. Sag ich dir. Ja, wahrscheinlich. Ne? Sonst käme es aus der Pistole geschossen, hätte er gesagt, das mache ich für dich. Ich glaube auch nicht, dass es für dich macht. Ich glaube, dass es sein Bedürfnis ist. Und ihm das wahrscheinlich auch schwer fällt. Das fällt natürlich auch schwer, dem Partner so etwas zu sagen. Andererseits finde ich gut, dass er sagt und dass er nicht heimlich fremd geht und dass er gleich mit offenen Karten spielt. Die Frage ist natürlich jetzt nur, wie du damit umgehst. Ne? Das Problem ist, ich will das nicht. Also es ist schon mal passiert. Vor ein paar Jahren. Bei ihm? Ja, aber das habe ich ihm schon längst verziehen. Also ist auch nicht mehr vorgekommen. Aber ich weiß halt, was ich da durchgemacht habe. Und ich weiß halt auch hundertprozentig, dass ich das nicht nochmal durchmachen will. Und hast du ihn gefragt, ob er sexuell unzufrieden ist mit euch? Ja, und er meint nein. Also er meint, er wäre total zufrieden und ich verstehe das einfach nicht. Und das verstehe ich dann auch nicht. Warum will er dann eine offene Beziehung? Ja, das verstehe ich. Also das ist ja bei mir auch so. Es kann natürlich alles sein, dass er in der Regel sind Partner in dieser Thematik selten ehrlich. Weil man immer irgendwie hinterm Berg hält oder auch Angst hat, den anderen zu verletzen. Es könnte durchaus sein, dass er schon Spaß hat an eurer Sexualität noch, aber dass das schon sehr viel Routine ist. Das sind 4 Jahre. Und dass er wirklich von sich aus gerne mal auch andere Erfahrungen wieder machen möchte. Dir das aber nicht so klar ins Gesicht sagt. Vielleicht ist es ihm aber auch sogar langweilig mit euch. Und er traut sich. Ich kenne ihn sehr gut. Ich weiß, dass er mir in solchen Punkten eigentlich immer die Wahrheit sagt, weil er hat schon mehrmals gesagt, wenn ihm irgendwas nicht gefallen hat, wenn ich irgendwas falsch gemacht habe. Mhm. Also sowas sagt er mir auch krass ins Gesicht. Wie ist denn eure Sexualität? Wie empfindest du sie? Du? Ja, also im Moment habe ich halt selbst sehr viel Stress auch. Also ich habe jetzt erst mit dem Studium angefangen und so und das ist schon relativ viel. Mhm. Und ich denke, damit hängt das zusammen, dass ich im Moment nicht so oft Lust habe, aber sich das wieder. Wie oft ist das? Ja, also bis vor einem Monat war das so einmal in der Woche. Naja. Und wenn es dann passiert, ist es sehr gut? Ja, doch. Sagst du? Also ich komme jetzt nicht mehr unbedingt jedes Mal zum Orgasmus, aber es gefällt mir, also mir fehlt auch nichts dabei. Dir? Ja, und ihm aber, also... Das wissen wir nicht. Das wissen wir beide nicht. Er hat mir vor ungefähr 3 Monaten, ging es mir halt auch psychisch sehr schlecht, weil ich halt nicht so genau wusste, wie geht das jetzt weiter, so nach dem Abitur. Und da hat er mir auch gesagt, dass der Sex im Moment scheiße ist. Mhm. Und dass er sich langweilt, dass er keine Lust mehr hat, mit mir zu schlafen im Moment. Weil der Sex einfach irgendwie hatte das Gefühl, als würde ich nur da wie im Brett liegen. Wann genau war das? So vor 3-4 Monaten. Da siehst du, da haben wir es doch schon. Ja, aber jetzt ja nicht mehr. Ja. Ich habe ihn ja nochmal gefragt. Ja. Ja, aber vielleicht habe auch fast den Eindruck, dass er nicht so richtig ehrlich ist oder sich vielleicht nicht traut, ehrlich zu sein, aus Rücksicht auf dich. Ich glaube, dass da ein ernsthaftes Problem hintersteckt. Nämlich das Problem, dass er andere Dinge erleben möchte und dir aber nicht wehtun will. Und daher jetzt dieser Vorschlag einer offenen Beziehung. Mensch, wenn man das schon so vorschlägt, ich glaube, dass dann schon der Druck sehr groß ist. Sonst schlägt man das nicht vor. Und wenn man sogar eine Formulierung gebraucht wie Liebe engt ein, ist
eigentlich schon, sind alle Warnlämpchen hier bei mir schon an, Nina. Ja, aber warum sagt er denn, wenn er das jetzt unbedingt haben wollte, warum sagt er dann, dass er darauf verzichten würde, wenn ich das nicht will? Ja, weil er dich offensichtlich doch sehr lieb hat und sehr liebt. Und er wird wahrscheinlich auch darauf verzichten. Es ist nur die Frage, wie lange das gut geht. Also, das ist die Frage. Das ist die Frage. Er wird ja auch verzichten, das glaube ich ja auch. Es wäre für dich nicht denkbar, so ein bisschen offener zu leben? Das Problem ist, also ich frage mich manchmal schon, wie es ist mit einem anderen Mann. Mhm. Also, aber also das geht bei mir eigentlich, also es geht bei mir nicht weiter als bis zum einfachen Rumknutschen. Mhm. Also Sex kann ich mir mit einem anderen Mann, den ich nicht liebe, einfach überhaupt nicht vorstellen. Eher offensichtlich, ja. Ja, das ist halt irgendwie, also ich... Ja, offensichtlich ja. Es gibt ja mit Beziehungsmodelle, wo so etwas funktioniert. Aber ich kann mir das wirklich gar nicht vorstellen. Dann geht es auch nicht. Wenn du das dir gar nicht vorstellen kannst, dann geht es auch nicht. Dann kann man meint jetzt dann immer, ja, vielleicht änderst du ja deine Meinung nochmal irgendwann. Der redet dann immer so von irgendwann. Mhm. Ja, aber das zeigt ja auch, dass er sich das quasi wünscht. Also du kannst dir das für dich überhaupt nicht vorstellen. Nee, also definitiv nicht, pass auf. Nee. Dann musst du ihm auch sagen, dass du das nicht möchtest. Und er wird sich darauf einstellen. Aber ich sage dir auch, nimm es als Warnsignal hin, als Warnschuss hin. Er ist unzufrieden. Irgendwas stimmt da nicht. Mhm. Und das liegt an eurer Beziehung, sicherlich auch an eurer Sexualität. Wenn was zu retten ist oder wenn das nicht kaputt gehen soll zwischen euch, ist vielleicht der nächste Schritt zumindest, dass du ihn wirklich inständig bittest und auch ganz klar sprichst, dass er alles auf den Tisch legt, wenn er unzufrieden ist. Rücksichtslos. Das musst du ihm sagen. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Da kannst du besser mit umgehen. Der soll keine Rücksicht auf dich nehmen. Der soll klar sagen, wie seine Gefühle sind. Da kannst du viel besser mit umgehen und dich auch entsprechend darauf einstellen. Wenn der nett zu dir ist letztendlich, nach außen hin, innerlich aber anders empfindet, ist das das Todesurteil für eure Beziehung, sage ich dir. Da schluckt er diesen Frust noch ein paar Monate oder vielleicht nur ein Jahr, zwei Jahre runter und dann ist er weg. Ja. Wenn du ihn dahin bewegen kannst, dass er glaubhaft bewegen kannst, dass er den Mund aufmacht und dass er dir wirklich Dinge ins Gesicht sagt, die auch vielleicht nicht so schön für dich sind, dann hat die Beziehung eine Chance, glaube ich. Das musst du machen, Nina. Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Die Leitung klackte gerade so weg. Das ist meine Meinung dazu. Ja, also letztens meinte der dann aber nochmal irgendwann, dass wir haben auch schon sehr viel über Ehe und Kinderkriegen und so geredet. Mhm. Und er meinte jetzt letztens, dass eine Ehe nicht funktionieren kann, wenn der eine Partner Jungfrau ist. Oder jungfräulich in die Beziehung gegangen ist. Siehst du, es sind alles Warnsignale. Alles ist irgendwie von seiner Seite aus so zu deuten, dass er mit der Situation nicht zufrieden ist so. Mhm. Und das kritisch sieht. Mhm. Jetzt aber auch noch zum Schluss der Rat an dich. Forciere bloß nicht eine Heirat im Moment. Das ist nicht die... Natürlich auch gar nicht. Nein, ich sag's nur mal. Ich bin ja noch gar nicht dazu bereit. Gut, also. Ja, ich sag's nur mal. Oftmals machen Pärchen dann den großen Fehler, nach dem Motto, jetzt heiraten nur, und dann denken sie, das kommt der große Zauber und alles ist wieder so wie vorher, Pustekuchen. Nee, das mache ich nicht. Und das wird bloß nicht schwanger. Die Schwangerschaft rettet es auch nicht. Mache ich auch nicht. Ja gut, dann ist alles klar. Jo, Nina, also mehr kann ich dir nicht dazu sagen. Ich glaube, okay. So musst du jetzt vorsichtig vorangehen. Aber ja. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Okay, tschüss. 0800 220 50 50, das ist unsere Telefonnummer, live Telefontalk hier auf 1 live. Und jetzt kommt Nicole und Nicole ist 33 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen, Domian. Morgen, Nicole. Weswegen hast du angerufen? Ich habe Angst vor morgen. Du hast Angst vor morgen? Ja. Warum? Was ist morgen? Morgen ist mein Scheidungstermin. Oh. Oh. Hätte ich auch Angst vor. Oder das heißt Angst, mulmig irgendwie. Ja, also ich
ich fühle mich irgendwie so, als müsste ich zum Zahnarzt oder wie. Wie funktioniert sowas eigentlich? Was geht da ab bei einem Scheidungstermin? Ich habe keine Ahnung, deswegen habe ich ja wahrscheinlich so einen tierischen Schiss. Aber du weißt doch, wohin du gehen musst. Ja, ich muss morgen ins Amtsgericht. Ja. Da werde ich sein, mein noch Ex-Ehemann, ja. Der Anwalt. Mhm. Ich denke mal, also ein Richter bzw. eine Richterin auf jeden Fall. Mhm. Und eventuell, wie man das so aus dem Fernsehen kennt, vielleicht ein, zwei Schöffen vielleicht. Und dann gibt es noch so eine kleine Verhandlung oder gibt es einfach so einen Spruch? Also ich hoffe mal, dass das eigentlich nur so ist, alle sind anwesend, alle werden festgestellt, dass jeder da ist von uns. Mhm. Und okay, alle sind anwesend, keine weiteren Fragen und damit wird das Ganze dann erledigt sein. Aber hast du dich denn nicht genau erkundigt bei deinem Anwalt, wie das abgeht? Muss ich ehrlich sagen, ich habe das tierisch verdrängt. Ach, das ist aber auch kurios, ne? Ja. Also man wird ja die alle Tage geschieden, da informiert man sich da vorher. Ja, eigentlich schon, aber irgendwie weiß ich nicht, habe ich das nicht so an mich rangelassen. Wie lange warst du verheiratet? 10 Jahre. 10 Jahre? Ja. Kinder? Nein. Warum jetzt die Scheidung? Weil ich vor 2 Jahren gemerkt habe, dass ich mich in jemand anders verliebt hatte. Und traf das dann auch wirklich zu? Ja, ich war verliebt, habe dann aber hinterher von demjenigen Korb gekriegt. Oh, und bist jetzt alleine? Ja. Ja. Ärgerst du dich schon, dass du dich entschieden hast für die Scheidung? Nee. Nee? Nee. Wie ist denn das Verhältnis jetzt zu deinem Mann? Also ich würde mal sagen, so in etwa, als wenn man mit einem Gläschen Nitro durch die Stadt läuft. Also man kann kurzfristig mal eine Zeit lang kurz miteinander reden, aber länger in einem Raum ist nicht so unbedingt zu empfehlen. War das Verhältnis denn vorher auch schon recht angespannt, so in den letzten Jahren? Ja. Ja, also wir haben sehr viel gestritten, weil wir sehr oft unterschiedlicher Meinung waren. Mhm. Also war so dass du dich verliebt hast in jemanden, so der I-Punkt auf deine Entscheidung, ich gehe jetzt. Du wolltest eigentlich vorher schon weg, oder? Sagen wir mal so, ich habe es mir vorher nicht vorstellen können. Weg zu sein? Ja. Trotz Streitereien? Ja. War Liebe noch im Spiel zum Schluss oder eigentlich nicht mehr, wenn man ehrlich ist? Also zum Schluss muss ich ehrlich sagen, so die letzten 2-3 Jahre war das mehr oder weniger nur noch wie eine Wohngemeinschaft, wie gute Freunde, die nebeneinander gewohnt haben. Und das gesteht man sich dann aber nicht ein, ne, in der Situation, oftmals? Nein, also ich muss auch sagen, ich habe das also so auch nicht empfunden. Es haben ja auch so Freunde gesagt, meine Familie gesagt, das wird nichts und ihr macht euch nur gegenseitig fertig, aber man sieht das nicht. Ich war also richtig mit Bretter vernagelt. Ich habe also nicht rechts und links geguckt. Ich habe also nur das gesehen, was ich sehen wollte. Aber immerhin ist der erste Schritt dann, dadurch, dass du dich verliebt hast, von dir ausgegangen. Ja. Wie hat er da damals reagiert, als du gesagt hast, hier, ich habe mich verknallt? Also sagen wir mal so, ich habe einen recht ungünstigen Zeitpunkt ausgewählt. Ja, nicht? Ich Weihnachten? Heilig, ja, richtig. Heiligabend habe ich ihm das gesagt. Ehrlich? Ja. Du Böse. Ja. Ich unter Weihnachtsbaum noch. Ich habe heute diesmal keine Geschenke für dich, weißt du, aber eine Neuigkeit, ich bin verknallt. Ja, so eine Richtung. So nach dem Weihnachtsbraten gab's das. Echt? Ja. Das war kein schönes Weihnachtsfest. Das war irgendwie, also ich kam mir vor wie im Bosnien. Warum hast du das, warum gerade auf, du hättest es einen Tag vorher sagen können. Weiß ich nicht, ich habe vorher nicht den Mut zusammen gehabt. Aber das ist doch noch viel mutiger, das am Heiligen Abend zu sagen. Oder du hättest verschieben müssen auf 3 Tage danach. Wollte ich ja nicht. Also danach war mir ja eigentlich so, danach so nach dem Motto, weg zu meinen Eltern und dann erstmal in Deckung gehen. Hat er aggressiv reagiert oder getroffen? War er betroffen? Er hat schon irgendwas gemerkt, dass da was im Busch war. Mhm. Das hat er also schon mitgekriegt. Wie lange lief das denn schon mit dem anderen? Knapp 3 Monate. Mhm, ja. War er aggressiv? Nein, überhaupt nicht. Mhm. Er war also sehr gefasst, dadurch, dass er das eben schon mehr oder weniger geahnt hatte und mitgekriegt hatte, dass da irgendwas läuft. Wie kommt es denn dann, dass jetzt die Stimmung so hoch explosiv ist, dass du es mit Nitro vergleichst? Ja, sagen wir mal so, als wir uns damals getrennt haben vor 2 Jahren, war das eigentlich so, dass ich gesagt habe, okay, wir können ja Freunde bleiben, aber ich habe festgestellt, ich kann es nicht. Mhm. Ich kann es nicht. Ich kann also keine freundschaftliche Beziehung also mit ihm haben. Ja. Ich kann mal so alle Vierteljahr einmal kurz mit ihm telefonieren oder was. Aber
Und deshalb ist er sauer und deshalb hat er sich noch mehr hochgeschaukelt. Na, er eigentlich nicht. Also ich reagiere eigentlich. Ach so, du? So. Ja. Aber eigentlich könntest du ganz abgeklärt sein und sagen, okay, komm, ist gelaufen. Ja, die erste große Liebe, die lässt man einfach nicht so einfach so sang- und klanglos, sag ich mal. Hast du Aggressionen auf ihn? Manchmal ja, manchmal nein. Ja, ich will, ich frage das deshalb, weil ich verstehen will, warum das so angespannt ist noch immer. Wie lange seid ihr jetzt getrennt? 2 Jahre. Ja, das ist eine irre lange Zeit schon. Ja, wir waren ja vorher fast 11 Jahre egal, zusammen. Egal, aber dann, das ist dann immer noch so. Ja, also er war einfach nur mal meine erste große Liebe und da hängt man nur irgendwie dran. Und das war irgendwie so. Ja, aber es könnte ja auch sein, dass du ganz traurig bist. Da muss man ja nicht aggressiv sein. Ja, es ist einfach so, darüber, wie das so ausgegangen ist, kann man einfach mit ihm nicht reden. Wir haben also praktisch, nachdem ich gesagt habe, von wegen Trennung und wir uns dann irgendwann getrennt hatten im Jahr drauf und jeder eine eigene Wohnung genommen hat, ist das eigentlich so gewesen, dass wir so gar nicht mehr so darüber geredet haben, wie das so zum Schluss gelaufen ist, wie sich das entwickelt hat. Ja, vielleicht immer falsch, ne? Ja, also ich hätte es gerne beredet. Und jetzt geht es nicht mehr. Nein, ich kann es nicht. Ich kann also dann nicht irgendwie ganz ruhig und sachlich bleiben. Jetzt ist morgen der Termin. Morgen Abend diese Zeit bist du eine freie Frau. Ja. Ne? Du freust dich. Ja, also sagen wir mal so, jetzt ist das noch irgendwie Freude, Vorfreude, sag ich mal so. Aber wenn ich da morgen früh um 10 Uhr auf dem Gericht bin, also ich weiß nicht, also dann ist wahrscheinlich nicht mehr viel mit Freude, dann werde ich ganz kleinlaut sein. Meinst du? Mit Sicherheit. Ich bin also meistens so. Am Telefon habe ich große Klappe oder so, aber in echt bin ich also ganz, ganz... Naja, aber das Entscheidende ist ja, dass du den Schritt nicht bereust. Nee, das ist das ja ganz Entscheidende. Das morgen ist jetzt nochmal eine seltsame oder unangenehme Situation. Da muss man durch. Und in ein paar Tagen ist es dann auch Normalität für dich. Besiegelte Normalität. Normalität ist es ja jetzt schon, dass du mit diesem Mann eben nicht mehr verbunden bist. Das ist ja schon lange so. Das ist ja Alltag. Ja, ich muss das nur irgendwie auch in die Tat umsetzen, dass ich das also für mich auch irgendwie jetzt mal so auf die Reihe kriege, dass das also wirklich so ist. Na, das wird dann schon kommen. Ja. Wie ist das bisher nicht so? Nee, also bisher nicht. Wie kommt das? Ich weiß nicht. Ich sag ja, vielleicht ist es eben so, dass man an der ersten großen Liebe so extrem hängt. Ach gut, aber. Dass einem das irgendwie so, ihr seid 2 Jahre getrennt. Du hast gesagt, dass du zum Schluss gar nicht mehr zufrieden warst mit ihm. Das ist richtig. Und dass es nur eine WG war? Woran hakt's denn da jetzt noch? Ist es eine Sentimentalität einfach? Ja, ich denke mal schon. Mhm. Gut, da muss man dann gegen angehen. Ich finde, 2 Jahre langt jetzt aber auch, Nicole. Ja, das ist auch, dass auch wieder eine Offenheit für andere Dinge in deinem Leben jetzt passieren können. Ja, das habe ich versucht, aber das hat eben nicht so gefruchtet. Nochmal versuchen. Ja, einfach mich schon mal nach anderen umzugucken, aber das war noch nicht so. Ja, man sollte es auch vielleicht nicht übertreiben und nicht zu schnell machen, aber man sollte es schon immer wieder versuchen. Wenn es beim ersten, zweiten oder dritten Mal nicht funktioniert, beim vierten Mal funktioniert es. Ja, also ich muss sagen, ich habe jetzt so meine Richtlinie, sag ich mal, irgendwie höher gesteckt. Ja. Ich weiß also jetzt mittlerweile wenigstens ganz genau, was ich überhaupt nicht mehr haben will. Das ist doch schon mal ganz gut. Aber wenn man so rangeht, dann kriegen wir unsere Nicole schon unter die Haube nochmal. Ja, wäre schon schlecht. Jetzt drücke ich für morgen früh die Daumen. Das wird schon schnell und gut über die Bühne gehen. Ich hoffe es. Und dann gehst du mit deinen Freunden den Champagner trinken morgen Abend oder so. Ja, das werde ich vorbei. Liebe Nicole, alles Gute. Okay, tschüss. Ja, tschüss. Thomas, 29 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Ja, hallo Thomas. Was ist dein Thema? Mein Problem ist auch Angst, allerdings vom Zahnarzt. Ach du liebe Zeit. Jo. Eine Zahnarztphobie. Bist du da gerade auf der Straße? Was rauscht da so? Ja, ich bin auf der Straße. Ja. Wie lange warst du schon nicht beim Zahnarzt? 4, 5 Jahre, können auch 6 sein. Und vorher doch schon immer wieder mal, oder? Davor eigentlich regelmäßig. Ach, regelmäßig sogar. Ja, nur dann. Und wie kommt's? Das letzte Mal wurde ein Zahn gezogen, das war sehr unangenehm für mich und seitdem habe ich. Oh, und hat der kleine Angst, nochmal hinzugehen. Genau. Nur weil es einmal ein bisschen wehgetan hat. Richtig. Weil der böse Onkel Doktor einen Zahn gezogen hat. Ganz genau. Also irgendwo ein bisschen unangenehm. Der Zahnarztbesuch war immer, schon allein durch die Geräusche der Geräte und alles. Ja. Aber ganz extrem war es halt dann zum Schluss, wo dann der Zahn mal gezogen worden ist. Und seitdem habe ich einfach nur Panik. Ja. Hast du denn, sitzt du da in einem Auto?
Nee, momentan bin ich im Freien. Achso, weil das so laut ist im Hintergrund. Hast du denn auch Beschwerden? Nicht direkt. Aber also, ich habe keine Zahnschmerzen, dass ich jetzt nicht mehr beißen könnte oder so. Das habe ich nicht. Allerdings kann schon mal sein, dass mal ein Stückchen Zahn rausbricht. Ja. Allerdings ist es alles nur hinter den Zähnen, wo dann mal was rausbricht. Also ja. Nach vorne hin sieht alles noch ganz normal aus. Also man sieht es ja noch nicht an. Riecht es man dir denn an? Nein. Nein. Das heißt also, Zahnhygiene ist ein Thema für dich? Ja, sicher. Also ich putze mir täglich dreimal die Zähne. Ja, auch das ist ja schon mal gut. Also ja, da bin ich ja beruhigt. Ich habe ja schon viel schlimmere Sachen hier gehört. Die seit 10 Jahren nicht zum Zahnarzt gehen, sich nicht die Zähne putzen, alles verfault und es stank hier schon durch meinen Kopfhörer durch. Nee, dann ist das bei dir alles noch relativ harmlos. Ich glaube, da reicht einfach ein gehöriger Tritt in den Hintern und dann haben wir dich wieder im Zahnarzt. Hä? Jein, also. Ach komm, Thomas. Ich gehe auch hin und aus dem Wartezimmer gehe ich dann wieder raus. Ach, das ist doch. Kinderkram. Also, du kannst ja mit deinem Zahnarzt, hast du denn einen guten Zahnarzt? Oder kennst du? Nee, gut, dann geh mal auf die Suche nach, erkundige dich mal so im Bekanntenkreis. Es gibt ja mittlerweile auch jüngere, ganz tolle Zahnärzte, die auch mit Angstpatienten, und du bist ja kein Angstpatient, du hast nur Angst, umgehen können. Und da machen die das wirklich so vorsichtig. Und die betäuben das so wunderbar, dass man gar nichts mehr merkt. Und wenn es ganz schlimm ist, dann kriegst du auch eine kleine Dämmerschlafnarkose, dann hörst du die Vöglein zwitschern. Also ich würde es schon nochmal versuchen. Das kannst du nur machen, indem du dagegen angehst. Sonst läufst du Gefahr, dass irgendwann deine Zähne wirklich kaputt sind und du krank wirst. Ich könnte dir auch nochmal, oder ich könnte dir und hier nochmal eine Sendung, die Internetadresse www.zahnarztangst.de nennen. Kannst du dich mal schlau machen? Ist ja ganz einfach zu merken, ne? Zahnarztangst.de. Geh mal drauf, vielleicht kriegst du da noch ein paar interessante Tipps. Ja, will ich hoffen. Ja. Du wirst, also überzeugt dich das ein bisschen, was ich sage? Reden ist immer eine tolle Sache. Ich nehme mir auch jedes Mal vor, jetzt gehst du mal wieder. Ja. Aber dann, wenn ich davor stehe oder selbst im Wartezimmer sitze, dann kommen halt die Schweißausbrüche. Vorschlag. Recherchiere mal in deiner Umgebung, über Bekannte kann man ja rauskriegen, einen guten Zahnarzt. Hm. So. Und dann machst du mit dem einen Termin, aber keinen Behandlungstermin. Das entspannt dich schon sehr. Dann sitzt du nämlich in dem Wartezimmer und weißt hundertprozentig, ich werde gleich nicht behandelt, sondern einen Gesprächstermin. Mhm. Und erzählst dem mal die ganze Geschichte. Und dann witterst du mal und kriegst mit, wie der Typ drauf ist. Wenn das ein guter Zahnarzt ist und ein sensibler Typ, dann wird er dir erklären, wie er mit dir umgeht und wird dir sicher einen ganz großen Teil deiner Angst nehmen. Mhm. Jetzt machen wir Schluss, weil das irre laut ist im Hintergrund. Ja. Ne? Aber ist auch klar. Und Zahnarztangst.de. Okay? Mhm. Werde ich mal drauf schauen. Okay, Thomas, alles Gute. Ich danke dir. Tschüss. Schönen Abend noch. Tschüss. Mann, war das laut in meinem Ohr. Das werdet ihr im Radio gar nicht so gehört haben, aber hier auf meinen lautgestellten Kopfhörern konnte ich das sehr gut hören. Helga, 54 Jahre, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Erstmal Kompliment an deine Sendung. Das ist ja nett von dir, danke. Freue ich mich. Oder sehe Sie seit Januar, seitdem ich Frührentnerin bin, und zwar geht es bei mir um Parkinson. Ja. Die Krankheit hat mich also sehr verändert. Ich war also früher lebenslustig und überall dabei. Hallo hier, hoffentlich sieht mich jeder. Und jetzt bin ich also ganz verändert. In welcher Weise bist du behindert? Verändert? Verändert, also wenn ich rausgehe, ich kann zwar noch auf Leute zugehen, aber nicht mehr so wie früher. Habe also Hemmungen und habe immer Angst, meine Krankheit sieht man mir an, obwohl man es meistens nicht sieht. Wenn man es sieht, was sieht man denn da? Also in Extremsituationen fange ich an zu zittern. Ja. Wie überhaupt bemerkst du für dich diese Erkrankung? Was? Also es fing 97 an mit einem Schreibkrampf, wurde diagnostiziert. Also ich die Klopfbewegung beim Schreibmaschinenschreiben. Ich habe also 27 Jahre als Sekretärin in einem Krankenhaus gearbeitet für einen Professor, der Augenheilkunde. Und dann fing es an, dass die Finger der rechten Hand steif wurden. Mhm. Und dann bin ich zum Neurologen gegangen, der sagt, es ist ein Schreibkrampf, was mit Botox behandelt wurde. Das ist so ein Nervengift, ne? Ja, genau, was noch zur Schönheit verwendet. Genau, damit die Falten weggehen. Ja, und dann hat es
bin ich versetzt worden, also in eine therapeutische Abteilung, also in die Medico 1 hieß das. Das war eine Massageabteilung, wo ich Termine eintragen musste, war also den Blicken der Patienten ausgesetzt. Das Schreiben wurde auch immer schlechter, ich musste handschriftlich schreiben. Die Kollegen haben mir also anfangs geholfen und haben dann mich gehänselt, wenn wir unterstützen dein Selbstmitleid, hör auf zu klagen, das nützt dir alles nichts. Und da bin ich nochmal zum Neurologen, als die Sache eskaliert war. Dann sagte, habe ich ihn darauf aufmerksam gemacht, könnte es nicht Parkinson sein. Nein, das ist es bei dir nicht, bei Ihnen nicht. Du hast es selbst gesagt. Ja. Das ist interessant. Und ein Bekannter, also mein ehemaliger Chef, also Oberarzt, der hat das auch und hat meinen Hausneurologen auch darauf angesprochen. Die Helga macht mir Sorgen, also könnte es nicht Parkinson sein. Nein, sie hat das nicht. So, und dann ist im Jahre 2002 eine Patientin aufgetaucht mit den gleichen Beschwerden. Und da hat sie direkt eine DAT-Scan-Untersuchung gemacht bekommen. Das ist eine Hirnspekt, also nicht wie Computertomographie, sondern da laufen zwei Kameras um den Kopf rum und die gehen dann in die tiefen Hirnschichten rein. Und bei der wurde es innerhalb des 6 Wochen diagnostiziert. Und daraufhin bin ich nochmal, also da habe ich einen Zitteranfall an der Rezeption bekommen, wo ich gearbeitet habe. Und da bin ich nochmal zum Neurologen, habe ich gesagt, wieso ist es bei der Frau so und so diagnostiziert worden, ich habe die gleichen Beschwerden, kann ich diese Untersuchung auch gemacht bekommen? Da hat er gesagt, ja, das machen wir in deinem Urlaub. Sag ich, nein, ich möchte es jetzt haben. Und dabei kam raus, dass es auch ist. Ja, und da haben sie alle betroffen unter sich geguckt. Das ist auch wieder ein Ding, ne? Ja. Das ist wirklich auch wieder ein Ding. Wie bemerkst du jetzt deine Erkrankung? Wenn ich mit meiner Freundin zum Beispiel ein, zweimal die Woche ausgehe und ich bin entspannt, merkst du nichts. Im Moment zitter ich. Und wenn ich in Extremsituationen bin, das heißt also beim Arzt oder in die Stadt gehe und an der Kasse und ich werde, sagen wir mal, abschätzend behandelt, dass die Verkäuferin zum Beispiel ein bisschen arrogant ist, dann erinnert das mich an meine frühere Situation und dann zitter ich ein bisschen. Ist es auch verbunden so mit Stress? Ja. Also dieses Gespräch ist ja jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen stressig für dich, dass sich das auch aus, dass du sagst gerade. Ja, ich bin am Zittern. Genau, ja. Und aufgrund der Erkrankung bist du jetzt auch Frührentnerin geworden. Ja. Und die Erkrankung, so hast du es gerade am Anfang gesagt des Gesprächs, hat dein Leben völlig verändert. Ja, vollkommen. Obwohl du eigentlich noch relativ so, ich will nicht sagen fit bist, aber du kannst ja noch viel machen. Du sitzt nicht im Rollstuhl, du gehst nicht auf Krücken, du kannst noch rausgehen und du kannst eigentlich vieles machen noch. Ja, aber ich habe manchmal auch ein bisschen Ängstlichkeitszustände. Heute habe ich zum Beispiel einen ganz schlechten Tag gehabt. Da bin ich mit meiner Mama in die Stadt gegangen und da habe ich schon, war mal im Café, da habe ich gesagt, komm, wir gehen sofort nach Hause, nicht mehr über den Weihnachtsmarkt, ich fühle mich nicht gut. Dabei ging es mir jetzt tagelang, als ich nicht so viel drüber nachgedacht habe. Die meisten Menschen, weil sie mir nichts ansehen, ich sehe auch noch super gut dabei aus. Ja, weißt du, was ich glaube? Dass das gravierend bei dir auch eine seelische Geschichte ist, eine psychische Geschichte. Ja. Ne? Das heißt, wenn es dir gelänge, mit welchen Tricks auch immer, dich seelisch mehr zu stabilisieren, dass du dann auch besser mit dieser Krankheit umgehen könntest. Domian, das sagt auch mein Neurologe, ich müsste lernen, gelassener zu werden. Nun, ist das leicht gesagt, ne? Ja, leichter gesagt. Das muss auch getan werden. Die Frage ist, wie macht man das? Ja, ich bin also in Therapie, habe morgen meine letzte Therapiestunde mit der Frau. Hat aber nichts genutzt bisher. Doch, also die letzten Wochen war ich total stabil. Ja. Hab auch gesagt, dass mir gepasst hat, hab auch Menschen, die mir wehgetan haben, das auch gesagt, die sich zurückgezogen hatten, habe ich auch die Meinung gesagt. Also gestern Abend hat noch meine Freundin gesagt, du bist die letzten Wochen super stabil geworden. Ja. Bis auf heute ging es mir wieder, wo dran das jetzt liegt, weiß ich auch nicht so Aber genau. immerhin ist heute dennoch ein guter Tag, weil du den Mut gehabt hast, Jan anzurufen. Ja, ich habe gedacht, das muss jetzt durchziehen. Das muss man ja auch so sehen. Du hast heute einen Tiefpunkt gehabt, aber das ist ja doch eine mutige Sache, sich dann beim Radio zu melden, vor so vielen Menschen zu sprechen. Du bist, das höre ich ja jetzt auch schon, so hast du es auch gerade beschrieben, doch eine eigentlich durchaus selbstbewusste Frau. Ja. Ne? Eine extrovertierte Frau auch. Ja, aber Karl, kann man wohl sagen, früher also war immer schwarz angezogen, auch heute noch, ich schminke mich auch sehr toll, wo ich immer noch gelobt werde. Jetzt hatte ich gerade noch eine Idee. Du hast ja schon eine Therapie gemacht, aber die läuft aus, was ja schade ist. Ja. Es gibt natürlich auch gerade bei dieser prominenten Krankheit Parkinson, gibt es ja, wohnst du in der Nähe einer Großstadt?
Ja. Ja, gibt es ja in ganz Deutschland ein dichtes Netz von Selbsthilfegruppen. Ist das ein Thema? Domian, da war ich. Die hat mich total deprimiert. Da waren liebe, liebe, nette Menschen, aber alle so um die 60, 70, 80 rum. Die haben wahnsinnig Selbstbewusstsein gehabt. Ich habe mich aber nicht wohl dabei gefühlt. Gut, dann geht das nicht. Nee, das zieht mich runter. Ja, das verstehe ich auch. Für manche Leute sind Selbsthilfegruppen grandios, aber für manche Leute sind Selbsthilfegruppen auch wirklich die Hölle. Da war einer, der hat wahnsinnig gezittert und den habe ich in den Arm genommen, habe ich gesagt, wie kommst du damit zurecht? Ja, wunderbar, ne? Ja. Und ich habe also Hemmungen, wenn man mir das ansehen würde. Du musst dir irgendwas anderes suchen. Das ist der Trick, glaube ich. Du musst ja irgendeine Betätigung, irgendwo in einem Verein, in der Kirche oder ich weiß nicht, irgendwo was suchen und da offensiv mit deiner Erkrankung umgehen, dass du gleich den Leuten sagst, pass mal auf, ich habe diese Erkrankung, da müssen wir nicht weiter drüber reden, aber ich habe es und Schluss aus. Ne? Ich gebe es auch offen zu, wenn ich gar nicht mehr keinen Ausweg mehr weiß, oder im Geschäft, wenn ich mir was kaufe, und Klamotten zum Beispiel, und die Verkäuferin kommt mir zu nah, da bin ich anfange zu zittern, da sage ich, also Sie müssen entschuldigen, ich habe Parkinson. Ja. Und ich in dem gut. Moment ist die Situation entspannter. Siehste, und dann ist es auch besser. Ja, ne? Ich glaube, das ist auch wirklich der Trick. Der Trick. Ja, das ist der Trick. Das ich kann Trick. Offen damit umgehen, aber... So, jetzt musst du aber unter Leute wieder. Ich glaube, dass das das A und O, auch bei dieser Erkrankung, dass die Psyche richtig stabil ist. Damit, dann wirst du, wird die Erkrankung auch langsamer fortschreiten und du bist einfach halt rundherum stabiler, was den ganzen Körper, das Immunsystem, alles anbelangt. Du musst raus. Du darfst auf keinen Fall den Fehler machen, was viele Menschen machen, die eine solche Erkrankung, dass sie sich zurückziehen, sich einigeln. Ja, ich weiß das alles, aber vollzieh das mal nach, wenn es mir manchmal so. Ich vollziehe es nach, aber ich sag's dir. Eigenartig ist, ne, das kann kein Mensch nachvollziehen. Ist mir völlig klar. Ich kann es auch nachvollziehen, aber ich sage es dir auch nochmal so ganz klar, denn ich weiß, dass das schon eine Wirkung hat, wenn ein ganz fremder Außenstehender einem das auch nochmal sagt. Ja. Ne, das klingt ja dann irgendwann hat man das in Erinnerung und denkt, vielleicht irgendwann kriegt man dann auch den Hintern hoch. Ich sag's mal ganz salopp. Und unternimmt dann auch was. Und das kannst du auch, weil du so ein Typ bist. Die aber leider nichts geworden sind. Und zwar habe ich eine blinde Frau kennengelernt, da habe ich mich im Blindenverein gemeldet, dass ich den Leuten vielleicht auf Kassette spreche. Wenn ich langsam spreche, kann ich auch, habe ich auch eine gute Aussprache. Ja. Aber da ist nichts draus geworden. Neuen Versuch mal, irgendwas anderes. Dann hat Doris Schröder-Köpf hat gestern im Fernsehen gesprochen, Deutschland liest vor, das würde ich gerne machen, Kindern vorlesen. Ja. Aber ich weiß nicht, wie ich jetzt da drankommen soll hier in unserer Stadt. Aber ich erkundige mich mal, habe ich vor diese Woche noch, ne? Genau, du hast ja Zeit. Du hast ja nicht Zeit zu... die Zeit alle. Genau, du hast auch Zeit, dich zu erkundigen. Und wenn du so tapfer jetzt am Ball bleibst und du musst immer damit rechnen, dass es immer Rückfälle gibt und Rückschritte, dass es Tage gibt, wo es dir schlecht geht. Das ist aber normal. Damit kann man auch leben, wenn man weiß, morgen geht's mir wieder besser. Morgen schaffe ich das. Morgen. Das habe ich auch mittlerweile erkannt und bin auch nicht mehr allzu traurig, wenn ich also so einen schlechten Tag habe wie heute. Ne? Heute ist ja der beste Beweis. Du hast heute Abend das wieder rausgeholt, was am Tag so durchgehangen hat. Ja. Ne? Durch das Gespräch hier. Ja. Ne? So, Helga, ich bin ganz guter Dinge bei dir. Weil du einfach nur, du wirkst auf mich als eine sehr positive und starke Frau. Und das musst du auch in den Griff kriegen. Ich hoffe, das bleibe ich auch weiterhin. Mhm. Und recherchier schön und such dir irgendeine Sache aus, die dir Spaß macht. Und ich glaube, das ist wirklich die halbe Miete, dass es dir grundweg besser geht. Jawohl. Alles Gute. Ich gucke dich auch weiterhin. Dankeschön, Domian. Bis dann. Bis dann, tschö. Ciao. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Mark ist hier und Mark ist 21. Hallo. Hi, Domian. Hi. Um was geht's? Ja, es geht darum, und zwar, es geht um Frauen. Wie es bei uns Männern normal ist, meistens geht es um Frauen. Ja. Und zwar, es geht um Folgendes. Ich hatte vor einem Monat, hatte ich ein Mädchen oder beziehungsweise zwei auf der Straße gesehen, flüchtig. Davon hatte ich mich in eine sofort auf den ersten Blick verliebt. Ja. Also der ohne zu reden. Bitte? Ohne zu reden. Ich habe die gesehen, also ich habe die schon vom Weiten gesehen und da wurde schon alles klar, die sind, ne? Sagen wir im Klartext, du fandst die geil. Ja. Ja. Genau. So kann man es auch sagen. Also gut. Von oben bis unten, das hat gepasst, also aus dem ersten Blick zumindest. Ja. Und dann hatte ich so ehrlich gesagt eine Woche dran zu knacken, weil ich hatte mir dann ziemlich schnell wieder das Kopf geschlagen, so. Ja. Weil ich dachte mir, die ist eine Nummer zu hoch für dich, also. Warum? Weil sie so scharf aussah. Bitte? Weil sie so scharf aussah. Ja, genau, weil du musst, weißt du, wenn du mich siehst, also musst du mich vorstellen, Oliver Kahn, nur 10 Jahre jünger, so. Aha. Ne? Ja, ist doch okay. Na, und irgendwo habe ich mir dann gedacht, ah nee, das ist eine Nummer zu hoch für dich, lässt du das mal sein, schlägst du dann mal wieder den Scheiß im Korb. Ja.
So, und dann dachte ich mir, weißt du was, du hast im Moment so viel Pech mit Freunden, da habe ich dann irgendwann eine Partnervermittlung versucht. Ach, jo. Du mit deinen 21 Jahren eine Partnervermittlung? Ja. Ja, und dann? Ja, und dann irgendwann, dann hat das so, also da hat das alles nicht so funktioniert, wie ich das wollte. Und dann irgendwann dann haben die mir angerufen, da sagten die von wegen, ja, wir haben da eine, die wohnt in Rade und hast nicht gehört. Und dann habe ich gesagt, gut, gib mir mal die Telefonnummer. Sagten sie aber, die hat eine Tochter. Ich sage, kein Problem, stört mich nicht, die sucht sowieso was, wo ich mir eine Familie mit aufbauen kann. Und dann im Nachhinein habe ich da angerufen und dann ist eigentlich schon uns beiden ziemlich schnell klar geworden, Moment mal, wir kennen uns schon vom Sehen her. Die sagt bloß nicht, dass das die ist. Ja, tatsächlich. Das ist das gewesen. Das ist ja so, das ist ja wie im Film. Und du hast diese Frau in der Stadt gesehen, fandst die scharf, hast dich nicht rangetraut, gehst dann zu einer Partnervermittlung und zufälligerweise bringt die Partnervermittlung euch beide zusammen. Gut, richtig. Das ist ja ein Link. Die wohnt bei mir ganz in der Nähe, weil ich bin jetzt hier in so ein Dorf hingezogen von einem halben Jahr. Ja. Und sie ist auch erst vor kurzem hingezogen. Ne? Und also sagen wir mal, das Schicksal will euch zusammen haben. Ja, also dachte ich zuerst, ganz ehrlich. So, und habt ihr euch getroffen? Ja, genau. So, jetzt haben wir uns getroffen, noch am gleichen Abend, wo ich angerufen habe, bin ich da hingefahren, dann war ich da bis, keine Ahnung, bis 3:30 morgens. Aber hör mal, ihr habt telefoniert, ne? Genau, wir haben zuerst telefoniert. Woher, also, ihr hattet ja damals auf der Straße nicht miteinander gesprochen. Wie habt ihr euch... ganz kurz nur. Ach so. Weil ich muss dazu sagen, sie, ihre Freundin hat den Hund dabei gehabt. Und ich selber habe so einen großen, ziemlich großen schwarzen Schäferhund. Ja. Und ich dachte, weißt du, Hunde, mit denen kannst du am besten anfangen zu flirten. Also mich hat ihm die Frau interessiert, aber ich habe den Hund sofort. Ich verstehe, ich wollte jetzt nur darauf hinaus, wie ihr euch dann am Telefon bekannt klar gemacht habt, dass ihr euch kennt. Okay, so, jetzt bist du zu ihr hingefahren. Und dann? Und dann bin ich da hingefahren und dann, ja, wie gesagt, dann haben wir uns stundenlang unterhalten. Also, weiß nicht, wann war ich da, so 10 Uhr. Und dann bin ich jetzt morgens gegen 3:30 abgehauen. Ja, aber nichts gelaufen. Nichts gelaufen, nee, weil ich bin auch nicht so ein Freund davon. Also ich lasse es immer ganz schön im Piano angehen, ne? Ja. Also besser ist das, weil ich super fest hatte und nicht da was vor einer Nacht. Ne? Ja. Und naja, und dann hat sie mir am anderen Tag angerufen, wo ich ehrlich gesagt gar nicht mit gerechnet habe. Und dann sind wir so, da haben wir einfach mal so einen ganzen Tag so in der Stadt verbracht. Meine Tochter war dabei, also ich habe meinen Hund dabei gehabt, er hat super Laune gemacht. Ne? Wie alt ist sie denn? Sie ist 20. Ja. Ja. Und dann fing sie auch schon ziemlich schnell an, mir zu erzählen, von wegen, dass sie Go-Go-Tanz und so, und dass sie damit Probleme hätte, also deswegen mehr, also Kerle kennenzulernen, ist schnell gesagt, aber halt den richtigen zu finden, der damit halt klarkommt. Ne? Mhm. Also mit einer Frau, die halt Go-Go-Tanz und noch eine 2-jährige Tochter hat. Ne? Und sie selber hat auch relativ wenig Zeit. Ne? Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, weißt du was, du, ich bin selber berufstätig, also allzu viel Zeit habe ich großartig auch nicht, aber so ist halt ja, kann man das alles regeln. Ne? Mhm. So, was ist jetzt heute das aktuelle Problem? Genau, das aktuelle Problem ist, dass sie mir sagt, sie braucht Zeit. Also sie hat mir weder gesagt, ob sie mich sympathisch findet oder sonst irgendwas. Sie sagt einfach nur, sie braucht Zeit. Ne? Mhm. Und nun ich mir, wie soll ich das verstehen? Also, wie oft habt ihr euch denn jetzt nach diesem Stadttag getroffen nochmal? Wie oft? Zweimal. Zweimal. Und die Stimmung war nett, oder? Die Stimmung war nett, also... Klar, also war eigentlich astral. Also ich habe mich so mit der Kleinen auch gut beschäftigt. Also ich merke doch, dass ich da wohl Interesse habe. Also das habe ich ihr auch schon ziemlich früh gezeigt. Aber was heißt denn? Was bedeutet das? Ich brauche Zeit. Für was? Ja, genau das weiß ich ja selber nicht. Ja. Und nun bin ich am Überlegen. Sage ich jetzt, morgen rufe ich da an und frage, sagen wir, sollen wir uns nicht mal treffen und dann mal fragen, was jetzt konkret los ist? Oder denke ich mir, was ich halt über die Füße stelle, bevor ich da alles kaputt mache? Ne? Also, ich bin da immer so ein bisschen skeptisch mit diesem, ich brauche Zeit. Das ist mir immer so ein bisschen suspekt. Du bist jemand, das hast du mir jetzt gerade gesagt, der nun nicht gleich unbedingt immer gleich die schnelle Sexnummer haben will, der sich auch ein bisschen gedulden kann, ne? Genau. So. Dann würde ich ja, du bist interessiert an der Frau. Ja, definitiv, weil wie gesagt, also... Du findest sie nett? Ich die vor Monat gesehen, das hat sofort Buff gemacht. Verstehe. Und du magst das Kind auch von ihr. Und was auch wichtig ist, du hast keine Probleme mit ihrem Job. Nee, also gut, ich meine, Treue, das ist so bei mir so eins der allerersten Voraussetzungen. Ne? Also wenn ich merke, ich kann mich darauf verlassen, dann hätte ich damit keine Probleme. Gut, sie kann ja Go-Go-Tänzerin sein und treu sein. Das, genau, das ist es ja. Also darauf könnte ich ja vertrauen. Also es macht ja nichts aus, wenn andere Typen sie geil finden und sie fast nackt sehen. Das macht ja nichts aus. Irgendwo wäre ich da ein bisschen stolz drauf. Gut, okay. So, jetzt würde ich an die Sache so rangehen. Ich würde einen regelmäßigen Kontakt suchen. Ich würde Vorschläge machen, was zu unternehmen. Ich würde erstmal die Hände bei mir lassen, dass wirklich dann nichts sexuell, dass sie sich sexuell nicht bedrängt fühlt, aber dass sie merkt, dass du interessiert bist. Wenn sie das auch nicht will, dann kannst du es auch vergessen. Wenn
Das ist ja nun ein Zeichen deines Interesses, wenn du dich mit ihr treffen möchtest, dass ihr euch unterhaltet, dass ihr telefoniert und so weiter. Ja. So, und wenn du dann auch noch klar signalisierst, pass auf Mädchen, ich bin nicht auf die schnelle Nummer aus, Sex können wir erst nochmal, können wir wirklich noch ein bisschen uns Zeit lassen. Wenn sie das alles auch nicht will, dieses Paket, dann will sie dich auch nicht. Ja gut, ich meine, davon abgesehen, also ich denke mal auch nicht, dass sie so ein Typ dafür ist, ne, also der halt schnell, weil sie sagt mir, wenn sie sich was sucht, also dann soll das auch nicht so hopp laub sein, ne? Also wenn, dann soll sie schon, weil sie denkt auch ziemlich stark an ihre Tochter, was ich auch sehr gut finde, ne. Ja, ist auch klar, aber damit sie auch eine Chance bekommt, dich richtig zu beschnuppern zu können, ja, müsst ihr halt auch viel miteinander machen und euch treffen und unternehmen und reden und so, also bleib am Ball. Und wenn sie also meinst du, sie würde erstmal die Füße stillhalten? Also und nicht direkt, weil ehrlich gesagt war ich drauf und dran, da morgen anzurufen und um mal zu fragen, mal zu, wie denkst du jetzt konkret über mich und so, ne? Ach, ich wollte so, gar nicht. Also habe ich da ein bisschen Angst. Ja, nee, würde ich auch. Und dann sagst du, mal zu, du nervst. Nee, ja, genau. Das finde ich auch noch zu früh. Steht der Tropfen, höhlt den Stein. Ein schöner alter Spruch, der wirklich wahr ist. Bleib einfach am Ball. Die nächsten Wochen, das kann nur noch 4, da kann nur noch 6 und 8 Wochen gehen. Und dann kannst du immer noch für dich entscheiden, wenn sie dich dann immer noch so seltsam behandelt und hinhält und so, dann kannst du irgendwann mal sagen, pass auf, was ist jetzt eigentlich hier, was ist los? Aber dafür ist das jetzt noch zu frisch. Also ich würde es nicht thematisieren, sondern Forschwerk einfach was vorschlagen. Machen, handeln ist immer gut. Gemeinsam was unternehmen, das ist gut, das bindet. Und da hat man die Chance, sich kennenzulernen und sich auch mögen zu lernen. Und dass es sich vertieft ineinander. Aha. So würde ich es machen. Super, na gut. Dein Wort in Gottes Ohr. Ja. Toll, 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 Marc. Alles klar, Domian. Tschüss. Das kommt von dir? Ja, dann rufen wir dich gleich nochmal an wegen der Anschrift. Super, danke schön. Okay, tschüss. Noch, ja? Juhu. Hier ist Anja. Anja ist 27. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo, Domian. Hallo, Anja. Ich werde versuchen, ganz kurz zu machen. Und zwar ist mein Thema Bisexualität und Treue. Oh. Ja. Das heißt, du bist bisexuell und nicht treu. Nein, genau andersrum. Also irgendwie ganz anders. Und zwar, ich weiß nicht, ob ich bisexuell bin. Ja. Ich lebe in der Partnerschaft seit circa 3 Jahren und es ist alles ganz okay. Mit einem Mann? Mit einem Mann. Ja. Und ich interessiere mich aber auch für Frauen. Was heißt denn das? Bitte? Was heißt denn das? Ich interessiere mich auch für Frauen. Ja, also es ist... Du guckst den Mädels hinterher auf der Straße. Naja, so krass nicht, aber es ist halt schon bei gewissen Frauen so irgendwie eine Art Spannung da. Mhm. Und und dann ist es halt so, dass ich irgendwie denke, so, naja, du willst halt gerne mal kennenlernen oder halt irgendwie mal was probieren. Ja. Aber ich muss hinzu sagen, ich habe noch nie was mit einer Frau gehabt. Ja. Wie lange bist du mit deinem Freund zusammen? Circa 3 Jahre. Hm. Weiß er das? Ja, also ich habe ihn mal drauf angesprochen. Also ich habe ihn gefragt, was er denn davon halten würde, wenn ich mal was mit einer Frau nebenbei anfangen würde. Und, was sagt er? Nein, das wäre für ihn fremdgehen. Also, hat er recht. Gleich, als wenn ich jetzt mit einem Mann was hätte. Finde ich nachvollziehbar. Ja. Nicht jetzt aber. Doch, denn... Nee. Mensch ist Mensch und verliebt sein ist verliebt sein. Stell mal vor, du verknallst dich in eine Frau, es ist für deinen Freund völlig egal, ob das ein Typ ist oder eine Frau, du bist weg. Ja, das weiß ich ja nicht. Ich weiß ja noch nicht mal, ob ich überhaupt bisexuell bin. Ich meine, ich will es ja einfach nur mal ausprobieren. Weil irgendwo ist es ja auch mein Leben. Ja, schon. Aber ich meine... Ich denke, dass man ja immer irgendwie sich für einen, zumindest für eine Phase seines Lebens, für etwas entscheiden muss. Ja. Und du hast dich ja jetzt für deinen Freund entschieden. Ja. Was dann noch eventuell alles so in dir wabert an Veranlagungen, das muss man ja auch nicht alles ausleben, solange man dann noch in einer Beziehung ist. Sicher, aber die Beziehung will ich ja auch nicht beenden. Ja gut, aber wenn dein Freund das nicht will, dann geht es nicht. Es ginge nur auf der Basis, wenn er sagt, okay, komm, wir suchen uns mal ein Dreier. Wir machen mal einen Dreier zusammen. Ja, nee, das wäre auch nicht sein Ding. Das wäre auch nicht sein Ding. Dann finde ich, gibt es da gar nichts zu diskutieren. Dann muss man sich nach dem Freund richten und nach der Partnerschaft. Ja, und wenn das andere... das Bedürfnis irgendwie mit der Zeit immer stärker wird. Ja, aber das ist doch völlig egal, ob das Bedürfnis jetzt nach einer Frau oder nach einem Mann ist. Wenn du jetzt das Bedürfnis hättest nach einem anderen Mann, nimmt man sich ja auch zurück für die Beziehung und lebt das nicht einfach so aus. Ja, okay, da hast du auch wieder recht. Mhm. Also ideal wäre es natürlich, wenn du ihn irgendwie rumkriegen würdest, dass ihr mal zu dritt was macht. Nee. Komisch, das wollen doch fast alle Männer. Meiner nicht. Deiner nicht. Deiner ist ganz brav. Ja, scheint so. Da musst du dir dieses aufbewahren, alles auszuleben oder zu experimentieren für die Zeit, wenn ihr mal irgendwann nicht mehr zusammen sein solltet, was ich dir natürlich nicht wünsche.
Ja, ich wünsche dir natürlich eine schöne und gute Partnerschaft. Jetzt ist die Sendung vorbei und ich muss leider Schluss machen, Anja. Okay. Alles Gute noch. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, in der Technik, Gudrun-Hausen. Morgen sind wir wieder da, 1 Uhr Radio 1. Nee, morgen nicht im Radio, morgen ausschließlich im Fernsehen, im WDR-Fernsehen. Bis dahin, mach's gut, tschüss.